Das letzte Testspiel der Vorbereitung führte den FC Schalke 04 nach Rhinan. Gegner dort Leeds United, die Mannschaft trainiert von Daniel Farke. Das Spiel fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Generalprobe vor dem Liga-Auftakt gegen Eintracht Braunschweig am kommenden Wochenende. Karaman, Donkor und das ist Paul Seguin. Dritte Minute, Königsblau startete mutig. Immer wieder über die linke Seite, über Anton Donkor. Der schaut und findet in der Mitte Moussa Silla. 7 Treffer bereits in der Vorbereitung. Das 8. lag hier in der Luft. Steigt er gut hoch und kriegt den Ball nicht ganz gedrückt. Hier wieder Silla. Diesmal mit der Vorarbeit auf Karaman. Und dann ist es Ilan Meillier, der französische Keeper, der das 1:0 verhindert. Leeds United auf der Gegenseite ebenfalls in Aktion. Und das ist nach einem Eckball von Brandon Aronson, Wilfried Gnonto und Yannick Bachmann hier zu sehen. Steht goldrichtig. Leeds United im Übrigen unter der Woche mit einem 4:1-Sieg gegen Hannover 96. Also die sind schon gut drauf, starten eine Woche später dann in die Championship mit dem Ziel Aufstieg in die Premier League. Und Brandon Aronson, den man noch von Union Berlin kennt aus der vergangenen Saison, zwingt Ron Torben Hoffmann zu einer klasse Parade. So ging es mit 0:0 in die Halbzeit. Karel Gerards vertraute der Startelf, aber die Anfangsphase gehörte erstmal Leeds United. Gut gespielt und am Ende das 0:1 per Kopf von Matteo Joseph. Er traf auch schon gegen Hannover 96 unter der Woche. Gute Vorarbeit auch von Wilfried Gnonto über rechts, über Umwege dann der Ball zu Joseph. Aber auf der Gegenseite S04 direkt um die Antwort bemüht. Kenan Karaman, 17 Meter, warum nicht? Abschluss vom Kapitän, der jederzeit anspielbereit war. Und auf der Gegenseite Leeds United, Jorginho Rütter. Der Ex-Hoffenheimer, aber Ron Torben Hoffmann zur Stelle in der kurzen Ecke. Also die Gäste wurden hier mit Beginn der zweiten Halbzeit etwas stärker. Hier die Ecke von Aronson kurz ausgeführt auf Rütter und am langen Pfosten steht Joël Pirot. 0:2, der Niederländer. Die Flanke von Rütter ist sehr gut getimt und Pirot trifft wie schon gegen Hannover. Die Elf von Karel Gerards ließ den Kopf aber nicht hängen. Immer wieder über links, über Mörken. Das ist Donkor, der schaut und findet Silla. Fast das 1:2 aus Sicht von Königsblau. Und das wäre absolut verdient gewesen. Super Angriff über Mörken und Donkor. Und so blieb es beim 0:2 aufgrund der zweiten Hälfte. Ein verdienter Sieg für Leeds United. Aber der FC Schalke 04 hat sich hier vor allem in der ersten Hälfte gut präsentiert und kann jetzt den Blick in Richtung kommendes Wochenende richten, wenn es gegen Eintracht Braunschweig das erste Mal um Punkte geht.